Asana. Eine Möglichkeit, zu Hause den Körper von Kopf bis Fuß zu entspannen und dabei Körper, Geist und Seele in Balance zu bringen. Zuerst legst du dich auf den Boden. So, dass du ganz bequem und entspannt dem Audio lauschen kannst. Nehme den Körper von Kopf bis Fuß wahr, den Kopf auf beiden Seiten, die Arme, den Oberkörper, die Beine und Füße. Spüre den Kontakt zum Boden. In den genannten Körperteilen, um mehr und mehr zu entspannen und wahrzunehmen. Wie beide Seiten, die linke wie die rechte Seite, miteinander harmonisch in Einklang schwingen können. Wir beginnen am Kopf. Entspanne den linken Teil des Kopfes und den rechten Teil des Kopfes. Lasse beide Kopfhälften ineinander fließen, sodass du wahrnimmst, dass beide zu einem werden. Spüre, wie der Atem über die Nasenflügel in den Körper hineinströmt. Und wie der Atem über die Nasenflügel wieder nach außen strömt. Jetzt nehme wahr, wie der Atem über die Nasenflügel Halsbereich, Brustkorb bis in den Bauchraum hineinströmt. Und nehme wahr, wie sich dabei der Bauchraum entspannt, hebt und senkt. Nehme wahr, wie der Atem in deinem eigenen Rhythmus in den Körper hineinströmt und wieder hinausströmt. Und spüre, dass bei der Ausatmung sich die Bauchdecke Richtung Boden senkt. Dann lasse eine Aufmerksamkeit wieder zum Brustkorb, zum Hals und die Nasenflügel gleiten und nehme wahr, wie der Atem wieder nach außen strömt. Nun nehme den linken Teil der Halswirbelsäule
und den rechten Teil der Halswirbelsäule am Boden wahr. Berühren die Halswirbel den Boden? Wenn ja, wo? Oder schweben sie frei? Ohne das Geführte zu bewerten, nehme es einfach nur wahr und spüre, wie die Halswirbelsäule links wie rechts ineinander verschmilzt und immer mehr Richtung Boden sinkt. Dann spüre in das linke Schulterblatt hinein und in das rechte Schulterblatt hinein. Nehme beide Schulterblätter wahr, spüre den Bodenkontakt und lass sie noch mehr Richtung Boden sinken. Du kannst dir ein Bild vorstellen, in dem Bild nimmst du Zucker und vermischst es mit einem Glas Wasser. Du siehst, wie die Zuckerteilchen hin und her schwingen im Wasser. Und mit der Zeit, wenn das Wasser ruhiger wird, senken sich die Zuckerteilchen Richtung Boden. Das Gleiche kannst du dir auch vorstellen. Oder du sagst dir einfach nur mental: linkes Schulterblatt entspanne und rechtes Schulterblatt entspanne. Und dann lässt du beide Schulterblätter Richtung Boden sinken und den Gedanken zu einem werden. Dann spüre in das linke Schultergelenk hinein und das rechte Schultergelenk. Spüre, wie beide Schultergelenke immer mehr und mehr entspannen, Richtung Boden sinken, wie der Zucker in einem Wasserglas. Dann verbinde beide Schultergelenke zu einem. Entspanne den linken Oberarm. Und entspanne den rechten Oberarm. Entspanne den linken Ellenbogen und entspanne den rechten Ellenbogen. Entspanne den linken Unterarm und entspanne den rechten Unterarm. Entspanne das linke Handgelenk. Und entspanne das rechte Handgelenk.
Entspanne die linke Hand und entspanne die rechte Hand. Nun lässt du beide Arme mental ineinander verschmelzen zu einem. Dann kannst du dir in der linken Handinnenfläche einen Wasserwirbel vorstellen. Dieser Wasserwirbel bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn. In der rechten Handinnenfläche stellst du dir einen Wasserwirbel vor, der sich im Uhrzeigersinn bewegt. Nun siehst du vor deinem inneren Auge zwei Wasserwirbel, links wie rechts, die sich jeweils gegeneinander bewegen. Jetzt bringst du beide zueinander, indem du sie ineinander gleiten lässt. Und es entsteht ein großer Wasserwirbel, der sich gegen den Uhrzeigersinn bewegt. Genau zwischen deinen beiden Händen. Dann lässt du das Wasser von den Fingerspitzen über die Handgelenke, die Ellenbögen, die Schultergelenke, Schulterblätter bis in den Herzraum hineinströmen. Dort lässt du den Wasserwirbel um den Herzbereich schwingen, und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Dabei entspannt sich der gesamte Brustraum. Du spürst, wie der Atem noch freier fließen kann und zwischen jedes Rippenpaar in den Zwischenraum hineindringt und wieder hinausfließt. Sich die inneren Organe entspannen, wie die Lungen, das Herz, die Leber auf der rechten Seite, die Milz, Bauchspeicheldrüse auf der linken Seite, der Magen, die linke und rechte Niere. Und dann spürst du, wie der Wasserwirbel sich weiter Richtung Bauchnabel bewegt und dabei den gesamten Bauchraum entspannt. Das Verdauungssystem auf der linken sowie rechten Seite. Die Fortpflanzungsorgane. Das
linke Becken und das rechte Becken mit Sacrum links und rechts. Die gesamte Lendenwirbelsäule sinkt mehr und mehr durch die entspannten Organe Richtung Boden. Das linke und rechte Hüftgelenk entspannt. Du nimmst die Berührungspunkte zwischen Becken und Boden wahr, auf der linken und sowie rechten Seite, und entspannst beide. Lässt sie wie der Zucker oder das Salz im Wasserglas Richtung Boden sinken durch die Schwerkraft. Du entspannst das linke obere Bein und das rechte obere Bein. Das linke Knie und das rechte Knie. Das linke Unterbein und das rechte Unterbein. Das linke Fußgelenk und das rechte Fußgelenk. Der linke Fuß und der rechte Fuß. Entspannen genauso wie die anderen Körperteile. Dann lässt du beide Beine ineinander schmelzen und zu einem werden. Du kannst dir zum Beispiel Wasser vorstellen. Wie es ineinander fließt und sich vermischt. Nun bist du von Kopf bis Fuß ganz entspannt, beide Seiten links wie rechts schwingen in Einklang. Spürst den Atem fließen. Und dein Geist und Körper ist entspannt. Alles schwingt in Einklang. Du hörst immer noch das Wasser rauschen. Deine Gedanken schweifen zu einem Bächlein, was den Berg hinunterfließt. Hörst diesem Bächlein zu. Und dann scheint es, als wäre der Klang immer weiter und weiter entfernt von dir. Und du wirst bewusst, dass du hier auf diesem Boden liegst.
beginnst, deine Füße und Fingerspitzen sanft zu bewegen. Und kannst dir einen Moment lang Zeit lassen, bis du die Augen öffnest. Du kannst dich zu einer Seite deiner Wahl rollen und dann warten, bis du bereit bist, deine Augen zu öffnen und dich hinzusetzen. Das war Shavasana. Ich wünsche dir eine entspannte Zeit. Danke fürs Zuhören.